Hallo zu dieser Folge von Einfach Wissen. Der TV-Comedian Mirko Nonchev ist tot. Das bestätigte sein Manager und enge Freunde gegenüber den Medien. Sie sagten wörtlich: Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit. Mirko Nonchev verstarb überraschend im Alter von 52 Jahren. Er wurde gestern in seiner Wohnung aufgefunden. Die Todesursache ist noch unklar. Er war bekannt aus TV-Formaten wie LOL, Sieben Zwerge oder RTL Samstagnacht. Erst letztens wurde bekannt gegeben, dass er in der dritten Staffel von LOL mitspielen soll, welche bereits abgedreht wurde und im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden soll. Ob diese nun ausgestrahlt wird, ist aktuell noch unklar.